Die Börsenminute, Investments für die 20er Jahre. Spätestens die gerechtfertigten Sanktionen gegen Wladimir Putin und seinen Kriegstreiber haben einem wieder einmal ins Anlegergedächtnis gerufen, dass es nicht egal ist, welche Kernaktionäre ein börsennotiertes Unternehmen hat. Das bekommen jetzt die Aktionäre des in London notierten Stahlkochers und Bergbauunternehmens Evres zu spüren. An Evres hält der russische Oligarch Roman Abramowitsch 28,6%. Aus Compliance-Gründen stoppte die US-Tochter von Société Générale jetzt die Zinsauszahlungen für Evras-Anleihen. Der Stahlkocher fiele wegen der Beteiligung von Abramowitsch unter die Russland-Sanktionen. Am 4. April werden weitere Zahlungen fällig. Evras warnt schon die Londoner Börse, dass Liquiditätsengpässe das Unternehmen in die Insolvenz treiben könnten. Wenn nächstes Jahr eine Unternehmensanleihe ausläuft und ein Coupon von 700 Millionen US-Dollar fällig würde. Hat sich bisher jemals einer der Daimler-Aktionäre überlegt, was passieren könnte, wenn die EU China oder Kuwait auf die Liste der Schurkenstaaten setzen müsste? Chinesische Investoren besitzen nämlich 20% an Daimler, der Staatsfonds von Kuwait 6,8% am schwäbischen Autobauer. Krieg und Sanktionen sind natürlich das schlimmste Szenario, das eintreten kann. Aus humanitärer und letztlich auch aus Anlegersicht. Eine solide Aktionärsstruktur ist aber immer wichtig, insbesondere wenn die Börse Gegenwind verspürt. Dann sind zum Beispiel Firmengründerfamilien sehr dankbare Kernaktionäre, die nicht sofort von dannen ziehen. Vorausgesetzt natürlich, es gibt keine Streitereien zwischen den Eigentümerfamilien. Ebenso bergen Finanzinvestoren, die nur schnell Kasse mit einer Beteiligung machen wollen, immer ein gewisses Risiko, denn ihr plötzliches Ausscheiden kann den Kurs bewegen. Vor allem dann, wenn der Streubesitz, also der Anteil der Kleinaktionäre, gering ist. Großaktionäre sollte man übrigens immer im Auge behalten, selbst so grundsolide Langfristaktionäre wie Warren Buffett. Sollte dessen Beteiligungsholding Berkshire Hathaway einmal seine Apple-Aktien auf den Markt werfen, könnte dies den Kurs bewegen. Berkshire hält 5,44% an Apple. Von den Folgeverkäufen von Apple-Aktien durch Buffett-Jüngerinnen ganz zu schweigen. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.